Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Warte, ich muss mein Mikrofon hier mal ein bisschen vor mir richten. So, wir sind in Bad Lavastadt angekommen. Wir machen direkt die nächste Arena, aber vorher möchte ich gerne etwas abholen. Und zwar ein Pokémon-Ei, und das würde ich auch gerne mit euch brüten. Das machen wir mal eben schnell, dann können wir gucken, was für ein Pokémon da rauskommt. Georöckchen, es tut mir leid für dich, ich werde dich ablegen. Krass, ich habe ja noch ein paar Pokémon auf der Box. Aber Eier, so wie legendäre statische Pokémon, dürfen wir fangen. Was geht ab? Ach, du magst ja auch die heißen Quellen. Das ist überraschend bei so einem jungen Menschen wie dir. Ich war noch nie in einer. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es im heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe. Aber das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und deine Pokémon strahlen Vitalität aus. So, was meinst du? Willst du das Ei mitnehmen und zum Ausschlüpfen bringen? Jo. Gut, ich hoffe, du hast mehr Glück mit diesem Ei. Auf jeden Fall. Zeit zu Zeit findet man in der Pension ein Ei. So zumindest erzählt man es sich. Ja, ja, ja. Das passt schon. So, und wir machen das schnell. Es wird 100 Jahre dauern, aber wir werden es machen. Komm schon. Es tut mir leid, dass das jetzt so laut ist. Ich glaube, das ist nicht der optimale Pfad. Komm, wir riskieren es einfach mal ein bisschen hier lang zu fahren. So, machen wir. Das dürfte reichen. Sorry für dieses Ohrgewusel. Ja. Und? Was für ein Pokémon wird schlüpfen? Ich bin gespannt. Kommt, Leute. Oh mein Gott. Es knackt. Es knackt nochmal. Es knackt nochmal. Es explodiert. Es ist ein Snubbull. Ob ich mich darüber freue? Ja, möchte ich. Snubbull, Bulle, Kopf. Nee. Schnauzi, das ist doch süß. So, mehr bräuchte ich. Snubbull, Granbull hat einen hohen Angriffswert. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott, Fahrradfahren ist so anstrengend. So, komm. Bup. Dann können wir uns ein bisschen beeilen hier. Dünn. Oh mein Gott, komm, fahr doch ordentlich. Und ja, so, dann haben wir kaum Zeit verschwendet, liebe Freunde. Ist das nicht schön? Wir können ja auch sogar in Gebäuden laufen, habe ich ja mit Absicht eingestellt. Ich weiß auch gar nicht, wieso das nicht möglich ist. Pokémon-Lagerungssystem geöffnet. So, Georöckchen. Nein, was? Ach, come on. Oh, komme ich hier echt durcheinander. Wir haben ja sogar noch ein Kreuk. Stimmt, seit Anfang an. Schnubbel, Schnauzi. Bedroher, wäre eigentlich auch eine ganz gute Fähigkeit, so, ne? Mit Rohr, Tackle, Grimasse, Rundschlag, Ruhe, 14 Angriff schon direkt. Mit dem hastigen Wesen, das ist, glaube ich, Spezialangriff plus, Spezialverteidigung minus oder so? Umgedreht, Spezialangriff minus, Spezialverteidigung plus, glaube ich. Nee, hastig. Irgendwas mit Initiative locker. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber gut. Wir haben eigentlich eine gute Bank, aber die sind alle schwach. Der gute Kieferbob. Deswegen werden wir uns direkt in die Arena wagen und keine Gnade kennen, Leute. Aber das wissen wir ja. Warte mal, nee. Heiße Quellen, da gibt es eigentlich einen Feuerheiler drin, aber warum auch immer da ein Feuerheiler drin ist. Hoho, ihr Kindchen, kannst du ja die heißen Quellen erreichen? Wenn Pokémon ruhen, sollten sich ihre Trainer auch mal ausruhen. Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen, und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Ist das nicht schon fast Magie? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasseradern im Boden werden durch das Magma erhitzt und kommen als heiße Quellen an die Erdoberfläche. Danke, jetzt habe ich was gelernt. Und jetzt gehe ich mit den Ladies erstmal ein bisschen baden hier, ne? Angriff Plus gefunden. Zu schade, dein Beutel ist voll. Für Angriff Plus juckt mich das auch ehrlich gesagt herzlich wenig. Aber es wäre schon interessant zu wissen, was die sagen.
Was sagt ihr, Ladies? Man sagt, diese heißen Quellen seien gut gegen nervliche Anspannungen, gegen Muskelkrämpfe. Sie sollen bei romantischen Problemen helfen. Romantische Probleme helfen? Oh, und auch bei Geld sorgen. Möchtest du ein paar romantische Probleme mit mir haben? Man darf doch auch mal wieder jung sein. Wenn Leute ihre Pokémon in die heißen Quellen setzen, ist das schon merkwürdig. Nun, es könnte auch ein Bad in Elektrizität oder ein Schaumbad oder sogar ein Bad in Lava sein. Was labert die da? Oh Mann, ey. Was sagt ihr so? Ich denke, die Pokémon fühlen sich ihrem Trainer mehr verbunden, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen. Je länger, desto besser. Das ist meine Meinung. Ja, deine Meinung interessiert hier nur jemanden, niemanden. Es grenzt an Magie, wie ein Bad in der heißen Keller einen stärkt. Ich wünschte, ich könnte meinen Pokémon auch so ein Bad gönnen. Eben hat noch draußen jemand gesagt, es ist verwunderlich, dass junge Leute das mögen. Und jetzt gibt's hier schon zwei. Ich bade jeden Tag... Drei. In den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Arenaleiter wie Flavia werden. Lalala. Hier ist, glaube ich, der Kräuterladen und der ist gut. Kaufen. 50 Wurzel 800. Alter, scheiß auf, dass da mich mögen. Ich weiß, die sind bitter. Kraftwurzel, die sieht ja sogar aus wie ein Arm. Wie ein Bizeps. Komm. Da la 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 la. Da. Man weiß ja nie, ob man die Dinger braucht. Deswegen gut. Wir nehmen Kraftwurzel und davon kaufen wir uns 21. Nein, lass mich in Ruhe. Du Lusche. Verdammt. Meine Frau wird mein Ei in den heißen Quellen, so hat sie es mir auf jeden Fall gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben und heraus kam ein Ei. Anscheinend zwei Granbullen. Vor allem in der Originalversion kriegt man ein Isso. Also hat sie irgendwie Wollen genaues reingebracht, auf jeden Fall weibliches. Ha, Jungchen, ich bin auch noch jung, aber ich ahme die Sprache der älteren Leute nach, die ich in diesem Ort treffe. Was meinst du, Kindchen? Würdest dich freuen, mich in eine... Mimikry? Diese Attacke kann nur einmal erlernt werden. Milka kann Mimikry lernen. Gigasauger. Nein. Buh, dein Pokémon soll doch was lernen. Gigasauger ist doch perfekt für Klopper. Statt Megasauger, aber es hat halt nur 5, ne? Trotzdem. Mimikry ist eine Attacke für die Tiefe. Kannst du sie perfekt anwenden, wie ich es kann? Du kannst gar nichts anwenden, Mann. Du bist ein Bot. Du hast wahrscheinlich lieber Pokémon. Lusche. AP plus für die stärkste Pflanzenattacke, die ich hier jetzt bekommen kann. Hä? Habe ich nicht geheilt? Dachte, ich habe geheilt. Na gut, 7 Minuten, 8 Minuten rum und nichts ist passiert. Es tut mir leid. Dann werden wir jetzt einfach mal heilen. Und laufen. Und wir laufen. Und wir laufen. Und wir laufen. Bad Lavastadt. Bad Lavastadt. Labber mich nicht voll. Na, wie sieht's aus auf dem Weg und zum Weg zum Champion, Enrico? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt. Flavia setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm ihr nicht zu nahe, du verbrennst dich. Lösch dir die Glut mit Wasser und dann will sie gesehen. Wenn das mal so einfach wäre, wie er meint. Aber gut. Ja, ich wusste es doch. Siehst du, wie wild die Flammen zügeln? Sie bejubeln meinen Sieg. Du bist eine Katastrophe, also nerv mich nicht ab. Hitzkopf Raphael, dein Grab werd ich dir hier schaufeln, Mann. Ja, stirb. Ich hab Gigasauger und das wird dich vernichten. Du Lusche, geh weg. Krass, Gigasauger einfach mal. Das ist gut. Da freue ich mich doch drüber, über Gigasauger. Level 29 schon, Alter, wie Klopper aufgeholt hat. Dragoran! Ein Flügelschlag und Klopper ist tot. Und ich habe leider keinen Eisangriff, was sehr schade ist. Aber der Wasserattacke wird es jetzt nicht können. Deswegen kommt Georöckchen am Start. Ach! Deiner Donnerwelle, deiner Dönerwelle oder Donauwelle bin ich geschickt entkommen. Steinwurf.
Jetzt fehlt nur noch Steinhagel und ich bin zufrieden. Oh, es zieht mir eine Windhose an. Das ist ein spezieller Angriff, der mir sehr viel abzieht. Aber Georöckchen vernichtet dich mit einem Schlag. Ja, gut, zwei. Aber gut, es tut hier nichts zur Sache. Gewonnen ist gewonnen. Jetzt kommt Raphael. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Kein Problem, ich bin hier mit Absicht. Ich glaube, ich kenne den Weg nur auswendig. Ich wollte nur die Trainer besiegen, ne? Ist ja klar. Hier ist auch oben einer, sag ich doch. Unten, dann halt. Beide Seiten, sag ich doch. So sehr ich die Berge auch liebe, meine Leidenschaft gehört den Vulkanen. Und dem Grab hoffentlich gleich. Knilz und Groink. Klopper und Tabak. Groink ist halt gefährlich. Groink zerstöre ich mit einem Hyperzahn. Oh, die Attacke geht daneben. Nein! Oh, das ist ein Vollidiot. Das ist ein Vollidiot. Stirb, du kleiner Knilz. Krass. Ah. Hyperzahn. Glut, stirb. Patz. Oh, Groink ist nicht tot. Psi-Welle. Also dieses Groink oder der Trainer, eher gesagt, ist der Abgrund von Dummheit. Es tut mir leid. Statt sehr effektive Attacken einzusetzen auf meinen Klopper, will es lieber einen unsäglichen Tod sterben. Los, Gigasauger! Saug seine Energie! Oh, ich Idiot! Ich wollte doch nur ein bisschen KP haben. Ja! Oh, es hat zu viel abgezogen. Ein Psi-Strahl hätte vielleicht sogar gekillt. Ich weiß es nicht. Finden wir es lieber nicht heraus. Es ist so heiß und doch ist mein Herz von Eis umgeben. Ich habe verloren. Ich hatte nicht einmal den Kampf unter Kontrolle, Mann. Du bist ja auch eine Lusche. Du Loser. Ja. Oh. Aua, 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 ist das heiß. Ja, ein Doppelkampf. Kann ein Pokémon 200 Grad aushalten? Ich werde es nämlich voll einäschern und verbrennen. Treib mal nicht, Alter, du Arschtrainer. Geralt, Nocturne, Magneton. Magneton. Gregorak. Klopper. Gigasauger. Glut. Ja, ich kann keine Intensität einsetzen, weil... Ja, Klopper wird sonst angegriffen. Oh, das ist ja viel zu wenig. Agilität. Nein, nicht die Donnerwelle. Ah, Klopper ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Stirb, Magneton. Oder Magneton? Fragezeichen? Keine Ahnung. Na gut, Tempo-Hieb. Und Glut. Oh, es ist schneller als ich. Bats, aber gleich kommt Klopper von der Seite. Nein, es ist paralysiert. Nocturne brennt. Kannst du 200 Grad aushalten, mein Freund? Du brennst doch, mein Freund. Oh. Ah. Schade, dass Sporen wirklich auch verbrennen kann. Das wäre krass. Gift, Schlaf und Paralyse. Das kommt da, glaube ich, nur bei raus. Der Schweiß lief mir in die Augen. Die Hitze war nicht stark genug. Du bist einfach ein Loser. Kommen da noch Trainer? Nee, ja doch. Krass. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Okay. Ekelhaft. Verzieh dich. Freundchen. Dragonier. Tragisch, tragisch. Dragonier ist so ein schönes Pokémon, ehrlich. Hyperzahn! Nein! Nein, Klopper! Es wurde besiegt von einem verdammten Dragonier! Och nö! Ich war so glücklich mit dir!
stampfe sie Grund und Boden, vernichte es, räche ihn! Komm schon, der hat keine Chance gegen dich, Milka! Das töte ihn! Töte ihn! Stampfe sie Grund und Boden! So ein Pisser! Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ich röste dich gleich mal! Wir müssen eine Beerdigung machen. Ach, nö! Ja, aber erstmal mache ich diese Arena hier voll. Och, Mann, ey! Guck dir das doch mal an! Lasch, ja, das habe ich gemerkt. Du hast ganz schön schnell schlapp gemacht. Aber dieser Angriffswert... Alter Schwede! Oh, so schnell kann's gehen, ey. Einmal zu viel zufrieden und schon ist vorbei, die Scheiße. Jawohl. Du musst ganz schön müde sein. Willst du nicht mit dir im heißen Sand ausruhen? Aber du solltest wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer. Ich war auf Klopper so stolz, ehrlich. Kapilz ist sowieso, ich finde das Pokémon wirklich mega geil, ey. Letarking. Guck mal, es hätte Letarking einfach besiegen können. Letarking ist stark. Da muss sie aufpassen. Intensität, vernichte es! Ach, Letarking ist dumm. Es tut mir leid, habe ich ganz vergessen. Volltreffer! Hör auf hier, Alter! Komm, einmal geht noch. Faulenzt. So eine Dreckspaste, ehrlich. Komm, Georöckchen. Übel. Der macht mich doch fertig hier mit seinen Angriffen. Zugabe. Zugabe, du schläfst jetzt erstmal eine Runde. Intensität 4. Also wann passiert denn das mal, ey? 4. Das zieht ja nichts ab. Ja, danke. Ich hatte eh nichts anderes vor. Aber danke, dass du mir applaudierst. Los, Georöckchen, Intensität 10. Woo! Auf einmal rastet der vollkommen aus. Bam! Hau da erstmal ein Erdbeben raus. Boom! Level 29. Klopper war auch Level 29. Niemals werde ich ihn so einen selbstzerstörerischen Angriff antun. Nachdem Klopper so draufgegangen ist. Du Horst! Spiele mit dem Feuer und du verbrennst dich. Leute, spielt niemals mit dem Feuer. Frage Sie Maurisa Gaming und Sie wissen, was ich meine. Jawohl. Okay, ich kämpfe mit dir. Oh, haut sie jetzt ein Kampf-Pokémon raus? Barnett. Barnett mit Barnett. Ah, das könnte aber auch reinhauen, ey. Kombo Schnarch. Konfusion. Nein, Nachtnebel, 23 KP. Schaden. Konfusion, zerstöre es. Mit deiner Verwirrung. Oh, ein Furuturefa. Schön. Manett auch. Hat voll die schwachen Verteidigungswerte, aber mega guten Angriffswert. So 115 oder so. Okay, kein Trainer. Hier noch ein Trainer? Nee. Ich weiß, dass das der falsche Weg ist, tatsächlich. Ja, gut, dann kann ich ins Pokécenter gehen. Und erstmal meinen wunderschönen Klopper beerdigen. Och, come on, ey. Team ist voll. Mein Team ist nicht voll. Wo bist du? Klopper. Du warst ein ehrenhafter Klopper. Willkommen im Jenseits zu den anderen guten Pokémon. Pranjic, Tenta Uncool, Krauti, Cheerboy, Big Gok. Ihr seid alle tot. Was habe ich noch übrig? Schnauzi, es ist aber leider... Erstens ein Normal-Pokémon und leider nur Level 5. Ich habe keinen Bock, es jetzt zu trainieren, ehrlich gesagt. Weil ich Granbull echt noch nie so wirklich
in meinem Leben benutzt hat. Jetzt hat es ja sogar den Feen-Typ dazu bekommen. Nee, nicht dazu bekommen. Es ist jetzt vom Typ Fee. In der Smaragd-Edition natürlich nicht, aber naja. Das macht mich doch sehr traurig. Bewegen. Sehr bewegen. Aber was könnte uns denn noch... Den Normal-Pokémon habe ich außerdem mit Miltank schon. Wenn ich die Miltank in meinem Pokémon Revolution Online LP genutzt habe, in Bezug auf... Ich Idiot. So. Ich schaffe es jetzt beim ersten Mal. Pass auf. Blüht. Hab ich es geschafft oder? Ja, habe ich. Und da. Und dann hier oben. Und dann hier oben. Okay, jetzt, wenn man alle Trainer rausgehauen hat, dann ist es gar nicht so schwer. Ich glaube, es war hier. Ich bin so ein Depp, ich hab's versagt. Oh nein, ich dachte, ich schaff's beim ersten Mal. Ich bin so ein Loser, ehrlich. So, komm. So. Ich habe mir das eigentlich gemerkt, aber ich habe versagt. Ich bin so... Wieso laufe ich denn so weit? Nein! Na gut, pass auf. Oh, come on! So, jetzt haben wir es doch. So, wen werden wir denn an erster Stelle treten lassen? Klopper geht ja nicht mehr. Ich würde Milka sagen. Aber aus dem Grund, weil es kann sich selbst heilen und es ist das schnellste Pokémon, was ich habe. Einmal durchatmen und los geht's. Willkommen. Halt, warte. Hallo, du Winzling von Tena. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arenaleiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arenaleiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Übrigens ist es das Gerücht, dass der Arenaleiter, der Feuer-Arenaleiter oder Feuer... Ja, Arenaleiter von Schild und Schwert. Der dritte Kabu oder wie der heißt, ihr Vater sein soll angeblich. Na gut. Die wir hier entwickelt haben... Das soll der angeblich sein, der Vater. Der sollte weg sein und sie ist jetzt hier. Oh, Galopper. Im Galopper. Level 24. Auch noch ein Feuer-Pokémon. Das gibt's doch nicht. Stampfer. Nicht mal die Hälfte, aber es schreckt zurück. Sehr gut. Komm, Stampfer. High Roll. Nein. Na, ah, es stampft zurück. Hufeisen gegen Hufeisen. Nein, ich lächerliche Tackle ist weg. So eine doofe Kuh. Diese schummelt immer. Das gibt's doch nicht. Los, Stampfer! Galopper. Ah! Ah. Komm nochmal, Stampfer! Hau einen raus! Jawohl, weg mit dir, Galopper! Macholo, Macholo, Macholo! Oh, Level 29! Das riskier ich nicht. Los, Muschnarch, du bist dran. Du bist ja noch Level 27. Das kann ich ja gar nicht ertragen. Geowurf. Echt? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich dachte, du warst ein Überwurf oder so ein Müll. Konfusion. Stirb. Jetzt macht er Überwurf, sonst wäre er schneller als ich. Vergeltung. Nein! Also, es zieht viel ab jetzt, ja? Krass. Starkes Macholo. Nicht schlecht. Flavia. Aber ich flammenbier ihn. Milka erreicht Level 27. Muschnarch kriegt ein paar. Vulnona. Ey, die hat zwei Feuer-Pokémon bis jetzt. Ist ja geil. Los, Konfusion. Aquaknarre. Erschieß ihn. Erschieß den Hund. Stirb. Oh. Aquaknarre! Oh, es macht einen Hieb, der so ruckzuck ist, dass ich keine Chance habe. Na, Übertrank oder so? Ich hasse dich, ehrlich.
Unfaire Scheiße, komm, Volltreffer. Muschna, ich zeig ihnen, dass du der Beste bist. Schnell, Ackerknarre. Plumps, ins Gesicht. Und jetzt vernichte ihn. Boah, ruckzuck, boah, 9 KP. 11 KP hat er noch übrig. Wie es sich windet vor Schmerzen, weil es erschossen wurde mit Wasser. Immer wieder ein gutes Gefühl. Registier. Der könnte Explosion einsetzen. Das möchte ich gerne unterbinden mit Georöckchen. Komm schon. Wobei Metallklaue sehr effektiv wäre. Fluch. Gefährlich. Nicht gut diese. Intensität. Ich versuche es trotzdem. Du schaffst es, Georöckchen. Ich glaube an dich. Nein, das zieht viel zu wenig ab. Oh, es macht noch mehr Fluch. Verflucht. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Initiative sinkt. Tabak zeigt, dass du das Original bist. Du resistierst auch Stahlattacken. Das ist mir gar nicht so schnell in den Sinn gekommen. Ich wollte mich nur vor der Explosion schützen. Die kann er immer noch einsetzen. Und die wäre definitiv ein Kill. Oh mein Gott. Tu es nicht, bitte. Bitte mach nicht sowas. Ich glaube, der will sich nicht in die Luft sprengen. Sonst hätte er es schon gemacht. Komm, brenn. Oh mein Gott. Bitte keine Explosion. Jeder würde von dieser Explosion, die er jetzt macht, sterben, Alter. Wahrscheinlich auch ein Level 100er, ey. Komm schon, stirb! Nein, brenne! Ja! Und? Ach, oh, Gott sei Dank. Als letztes Pokémon setzte er anscheinend keine Explosion ein, dann. Und er hatte keine andere Möglichkeit. Stirb einfach. Geschmolzen. Sehr geil. Oh. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arenaleiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das hier wohl verdient. 2900 kriegst du auch noch. Für deinen Unterricht. It's on! Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dieses Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig. Wo zum Teufel kriege ich denn Stärke her? Die enthält Hitzekoller. Das stimmt eigentlich nicht, aber ich muss das sagen, weil das ist so einprogrammiert. Und hier willst du meine Nummer? Falls du mal Bock hast, falls du mal endlich erwachsen bist, dann können wir uns auch mal treffen. Ey, Flavia! Fadenschuss! Schlechter kann's ja gar nicht gehen, ey! In der ersten Gen habe ich auch nur schlechte Attacken gekriegt. Ohne Witz, da habe ich auch gerandomized. Oh, was geht? Das ist meine Traumfrau. Flavia, es tut mir leid. Enrico, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Hast du da drin gefunden, oder was? Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Enrico in Arena zu treten. Du strengst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Enrico, ich glaube, du solltest deinen Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Enrico, man sieht sich. In jedem zweiten Satz macht sie Enrico am Anfang. So, wir können jetzt ein Pokémon fangen. Und mit diesem Wunderturm könnten wir uns sogar das Fossil holen und wiederbeleben. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf den Wunderturm zu warten. Da muss man immer hin und her laufen. Bibor! Boah! Das nehme ich jetzt einfach ins Team, weil es einfach ein Bibor ist, okay? Ich finde Bibor geil. Vom Design her. Nein, nicht die Stampfer, es ist tot. Es ist tot. Ich hasse es. Nein. Altera.
Los, Milka, stampfe Synchrot und Boden! Ah! Bärensaft? Es trägt einfach einen Bärensaft? Dieser scheiß Turm hier, Alter. Der kann einfach auftauchen, wenn er will. Psyana wäre auch geil. Oh mein Gott. Voll das Psycho-Team. Aber gut, das passt schon. Ich glaube, man muss hier nur hin und her laufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die Musik ist geil. So, raus und rein. Und irgendwann könnte dann der Turm da stehen. Aber scheiß drauf. Ein Teammitglied weniger und... völlig zu Recht verloren. Ha, Leute. Als nächstes müssen wir unseren Fuddy killen. Das ist keine gute Sache. Aber nötig, um unser Ziel zu erreichen. Und dafür ist mir jedes Mittel recht. Also, liebe Freunde. Ich hoffe doch, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ciao. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da.